habe heute zusammen mit den Teilnehmern eine Marshmallow-Challenge gemacht. In dieser Marshmallow-Challenge hatten 7 Gruppen die Aufgabe, aus Spaghettis, ein bisschen Klebeband, einem Bindfaden und eben einem Marshmallow einen Turm zu bauen, auf dem dieser Marshmallow oben thronen sollte. Und die große Herausforderung bei diesem Spiel ist tatsächlich, dass du im Teamwork es schaffst, in relativ kurzer Zeit, 18 Minuten, die man hat, ohne lange zu planen, ohne lange zu überlegen, einfach nur zu machen. Also ein klassisches Start-up-Thema. Plane nicht jahrelang, sondern mach einfach. Und das war halt so ein bisschen die Aufgabe in dieser Challenge. Und wir haben auch am Schluss dann gesehen, ich weiß gar nicht, ich glaube 4 Türme, 3 Türme standen von 7. Und die anderen haben vielleicht dann doch ein bisschen zu lange geplant. Interessant ist auch, die Herausforderungen sind ähnlich, also Technologien, Globalisierung, Digitalisierung, das sind alles Themen, die uns alle irgendwie ein Stück weit beschäftigen und ist auf jeden Fall ein sehr gelungener Abend. Wieder sehr gute Gespräche, tolle Ideen manchmal wieder mitbekommen und tolle Unternehmen kennengelernt, wo man auch manchmal sagte so, das ist eine Geschäftsidee, die funktioniert, also so irre eigentlich, aber auch so Standardsachen wieder, wo man sagt, wunderbar, hat sich etabliert und funktioniert. Also ist einfach eine Bereicherung generell irgendwo, ne? Wieder so neue Eindrücke. Besonderen Interesse an Maschinenbaufirmen hier angegangen. Jetzt sitze ich hier im Elektriker, im Netzer und der Dame vom Marketing und wir haben uns alle 3 Karten ausgetauscht, weil es irgendwo auch da Berührungspunkte gibt. Ja, schön. Und auch zukünftig vielleicht mal das eine oder andere zustande kommt. Genau. Es macht einfach total Sinn, nicht nur in seiner Branche zu verweilen. Ich es immer spannend finde, mich mit Leuten auszutauschen, die was komplett anderes machen, aber am Ende des Tages die gleichen Probleme haben. Es ist fast fantastisch zusammen, denn die WHU hat tatsächlich als einen Fokus, oder ich höre häufig auch, dass es bei uns in der DNA irgendwie verankert, das Thema Unternehmertum und eben auch da ganz stark den Mittelstand und Entrepreneurship im Fokus. Viele unserer Absolventen gehen in den Mittelstand oder übernehmen ein Unternehmen, sind im Familienunternehmen, gründen selber und wir fokussieren uns da auch in sämtlichen Studiengängen. Also deswegen passt das ganz gut zusammen, WHU und junger Mittelstand. Gute Kontakte und Impulse einfach, wie man kreativ denken kann, netzwerken kann. Aber sonst finde ich es super, gutes Format. Haben wir einen Generationenwechsel zu bewältigen. Gerade auch im Rahmen dieser Veranstaltung innovativ zu denken, ne, sich den Neuerungen zu öffnen, das ist schon eine Sache, wo ich vielleicht auch das ein oder andere Argument hier mitnehme, ne, wenn ich mit den dynamischen jungen Leuten rede. Also es ist schon, mir hat das jetzt schon geholfen. Ne. Hey, um einfach auch mal andere Gründer kennenzulernen und einfach mal zu hören, wie die das gemacht haben oder gewisse Probleme angegangen sind oder Probleme jetzt vielleicht aktuell haben und wie gehen sie damit um. Freud war auch natürlich sehr neugierig, ist nämlich auch dann gekommen und dachte, das schaue ich mir doch mal an. Hatte überhaupt keine Ahnung, was mich erwartet und fand es sehr, nette Leute, interessante Leute, gute Gespräche, abwechslungsreiches Format, schöne Räumlichkeiten, die ich auch bisher nicht kannte, also dem hat es mir gut gefallen. Das war junger Mittelstand, Kickoff-Veranstaltung an der WHU. Ihr habt einen Eindruck davon gekriegt, was heute hier so bei uns passiert. Eigentlich müssen wir kaum noch was draufsetzen, sondern das war, was war das heute hier? Challenge, Connection? Ja, es war Connecting, Netzwerken, waren Impulse, Informationen. Ich glaube, es ist echt viel gelaufen. Und das Feedback der Teilnehmer habt ihr gesehen und ich denke, das war rundum positiv und alle sind echt begeistert und freuen sich aufs nächste Mal. Und das soll nicht das erste Mal gewesen sein, du kannst aber auch dabei sein, wenn du sagst, hey, ich bin Jungunternehmer oder? Gründer. Start-up. Nachfolger. Dann komm zu uns, komm zum BVMW in die Metropole Düsseldorf, zu Alexander Rath, oder? Stefan Wagemann. Wir sind das Team in Düsseldorf und wir freuen uns, wenn ihr dabei seid. jungmit.de oder junger-mittelstand.com. Schaut mal drauf, seid dabei beim nächsten Jungen Mittelstand. Genau. Ciao.